hinter mir, sticht mir den Rücken. Sound. Wieso kann ich ihn nicht anvisieren? Ich komm gar nicht weg, der Raum ist so voll. Okay, das hat aber doch funktioniert. Dass man ihn von da, Komisch, dass hier drüben immer so ein Geräusch ist. Es ist auch einfach so fucking dunkel. Warte mal, wir können doch sowas herstellen. Doch, ist ein bisschen heller. Oh, wir haben einen röstigen Schlüssel haben wir gekriegt. Der ist bestimmt für eine Etage darunter, oder? Krummschwert-Talisman. Aha. Okay, hier ist wahrscheinlich nichts mehr. Krummschwert-Talisman. Kann ich das eigentlich wieder einsammeln, das Licht? Nee, ne? Krummschwert-Talisman. Aber ich kann ja jetzt theoretisch unten wieder an meine Gnade rangehen, mich da hinsetzen und kurz regenerieren, oder? Und dann kann ich doch den rostigen Schlüssel nehmen, um dann theoretisch da weiterzugehen, oder? Da muss ich ja oben den Boss nicht nochmal machen. Also den Boss. Den Mini-Boss. Für den wir ja auch nur einmal gebraucht haben. Nee, sind wir schon echt oft gestorben, ey. Holy shit. Ich weiß auch nicht, ob ich den besiegt hätte, wenn ich dann nicht diese komische Tür genutzt hätte. Ich weiß nicht, der war schon ziemlich stark, muss ich sagen. Der hat so abgefuckte Attacken gemacht einfach. Für meine Verhältnisse. Hallöchen, Admiral. Wie geht's schon? Den ersten Boss gelegt? Ja, wir sind schon bei... wie hieß der? Miridal? Irgendwie sowas. Da sind wir auf jeden Fall schon durch, ja.
Den haben wir vorhin schon gleich beim ersten Mal gemacht. Wo ich eigentlich gedacht hätte, dass es noch ein Weilchen dauern würde. Alter, ich wollte schon sagen, der kann mich pieksen und ich treffe ihn nicht, oder was? Was wäre denn das für ein Scheiß? Bei mir war er mit 2 oder 3 Schlägen down. Ja, ist ja schön für dich. Bei mir nicht. Wir haben gestern ein paar Mal versucht. Aber ich habe auch nicht großartig Ahnung von dem Game. Ich habe nicht großartig gelevelt. Ich bin davor nicht 2000 Jahre irgendwie in der Welt rumgelaufen, dass ich halt schon super overpowered bin. Sondern wir sind halt hier gleich durch die Geschichte hingeführt worden. Ich bin, glaube ich, auch erst... Was bin ich für ein Level? Stufe 16? Man kann den ja theoretisch auch erst ganz später machen, dass man irgendwie da noch am Strand rumläuft und solche Sachen. Und das habe ich natürlich alles nicht gemacht. Apropos... ich habe jetzt 3200 Runen. Würden wir vielleicht doch nochmal die nutzen, um vielleicht kurz zu leveln? Oder sollen wir einfach weitergehen? Weil ich meine, Runen, die wir haben, haben wir. Wer weiß, was da halt hinter dieser komischen Tür lauert. Oder was meint ihr? Da muss ich die ja schon wieder machen. Ah, die nerven mich ein bisschen, dass ich die laufend machen muss, wenn ich ehrlich bin. Warum ist denn hier oben nicht irgendwo so eine Gnade, wo ich mich hinsetzen kann, damit ich hier in Ruhe... irgendwie Sachen von A nach B schieben kann. Oder warum kann man die Gnaden nicht selber platzieren? Das wäre auch cool. Was soll denn schon passieren? Ja, keine Ahnung, wieder so ein Monster, was da hinter der Tür schimmelt und auf mich lauert. Die gemeinen Viecher. Stufenaufstieg. Aber diesmal würde ich sagen, gehe ich in Stärke. Ja. Das wäre immer Stärke und das andere vielleicht, austauschen. Das ist, glaube ich, gar nicht so übel. Erstaunt bin ich, dass hier die anderen gar nicht kommen. Nach unten geschmissen, du blöder Sack. Jetzt konnte ich den gar nicht mehr looten. Wir haben einen Bolzen gekriegt schon wieder. Tarö! Tarö? Wieso Tarö? Achso, wegen der... Ich verstehe schon, alles gut. Wegen der Tröte. Hallöchen, Tom-Tom! Hallöchen, ey, du hast was verpasst. Wir haben... den ersten Gegner oder den ersten Boss haben wir vorhin gemacht. Gleich beim ersten Mal habe ich ihn geklatscht. Beifall sogar. Monster in Elden Ring? Halte ich ja sehr für unwahrscheinlich. Ja, oder? Hier gibt's nur nette Gegner. Sturmfalkenfeder haben wir bekommen. Sehr schön. Margit? Na, First Try heute, ja. Heute haben wir First Try. Sozusagen. Gestern, der zählt nicht, der Stream. Da habe ich mich nicht angepasst. Der gestrige zählt nicht. Oha. Wie habe ich denn das jetzt gemacht? Okay, ob der rostige Schlüssel hier funktioniert?
Warum ist das verschlossen? Warum sollte man da jetzt hochklettern? Wenn man hier runterfällt, dann stirbt man wahrscheinlich, oder? Was ist denn da links? Da ist auch gar nichts. Höre ich Fledermäuse? Hinterhalt. Okay, die sitzen also links hinter der Ecke wahrscheinlich. Der hat mich ja voll nach unten gebumst. So eine miese Drecksau. Holy shit. Die haben alle ihren Kaffee nicht gehabt. Deshalb sind die so unfreundlich. Das kann totally sein, ja. Das kann tatsächlich so der Fall sein. Da muss ich sagen, dass ich bis nach Schloss Schlurpsteier nicht gelevelt habe und ewig Stufe 38 war. Das kann ja jeder so spielen, wie er will. Also das ist ja halt das Schöne an Elden Ring, dass man entweder sagen kann, man geht schon gleich irgendwie in der Story weiter oder dass man halt wirklich sagt, man probiert sich da halt aus, dass man halt erstmal levelt und erstmal guckt, was so überhaupt zu sehen ist und was man überhaupt so alles finden kann. Cool. Oder man fällt hier runter, weil man einfach dumm ist und es nicht gesehen hat, dass da ein Loch war. Aber ich wollte halt schon gerne die Story gleich weiterspielen, ohne dass ich jetzt Ewigkeiten rumlaufe. Weil ich meistens bei so einem Open-World-Spielen das Problem habe, dass ich dann halt nicht wirklich weiß, wo ich hingehen soll, wenn ich irgendwie die... die Sachen hier missachte. Und ich meine, warum soll man dem... Fahrt nicht folgen. Komme ich da nicht hoch? Na cool. Aber wie gesagt, das kann halt jeder selber spielen. Aber ich finde es tatsächlich ein bisschen unhöflich oder nicht so toll, wenn man irgendwie... wenn man irgendwie reinkommt in den Stream und dann gleich, ah, ich hab den gleich First Try und so, wo ich dann so denke, ja, kannst ja auch machen, ist ja auch dein gutes Recht, aber interessiert mich nicht. Also ich spiele das halt so, wie ich das spielen will und dann sollt ihr das so spielen, wie ihr das spielen wollt und dann sind wir alle glücklich. Kann man die theoretisch jetzt hier draußen auch machen? Ciao! Schiebst du mich einfach runter, die blöde Sau. Du kennst doch meine Meinung dazu. Nee, das war auch gar nicht, Topsong, das war auch gar nicht auf dich bezogen. Das war auch nicht auf dich bezogen, aber ja, jeder soll halt so spielen, wie er spielen möchte, ne? Und das ist halt das Schöne hier in Elden Ring. Jeder kann sich Zeit lassen, man kann das wahrscheinlich auch speedrunnen. Ich glaube, ich habe auch irgendwo gesehen, dass jemand halt das innerhalb von Sekunden gespielt hat und dann auch gleich durchgespielt hat, weil man irgendwie damals gleich am Anfang hätte irgendwo runtergehen können oder irgendwie so und dann wäre man schon beim Endboss. Aber die Frage ist halt, schafft man den dann?
wenn man noch nicht gelevelt ist. Also wahrscheinlich schon, wenn du halt gut ausweichen kannst und halt das Spiel gut verstanden hast. Aber dadurch, dass ich, wie gesagt, ja noch totaler Laie auf dem Gebiet bin, ja, will ich natürlich hier alles irgendwie mitnehmen und... Ah! Wow, okay, jetzt hat er mich entdeckt. Fuck, weil ich schon wieder einfach die falsche Taste gedrückt habe. Ist doch beschissen. Was ist da los? Das ist ein anderer, ne? Aber der Glitch wurde mittlerweile ja auch gepatcht. Echt? Haben sie das rausgenommen? Ach, zu schade aber auch. Zu schade aber auch. Aber ich frage mich halt auch immer, hat man denn halt da was vom Spiel, wenn man da gleich am Anfang irgendwie das sich so hinschummelt, dass man da gleich zum Endboss durch ist? Weil ich sag mal so, man will ja das Game auch in bestimmten Zügen spielen. Und was hat man denn davon, wenn man da gleich durchrusht? Das ist ja dann auch langweilig, oder? Ich meine, wie gesagt, soll jeder so machen, wie er will. Ich muss da hinten weiter lang, ne? Also, und hier sollen wir wohl aufpassen. Was ist das? Oh mein Gott, Mann, wer war das denn? Oh, der Köppe, du Arsch, du. Hör auf damit. Ist mich erschrocken, ey. Hey, der wurde doch aber von oben beschossen, oder? Ich hab den da schon stehen gesehen, aber ich konnte ihn nicht anvisieren. Guck mal, der hat zum Beispiel diesen. Der macht einen auf Wolverine und hat trotzdem verkackt. Was macht der hier? Okay, also einen komischen Stab und eine Klinge. Boah, ich find's eklig, dass hier unten rechts irgendwo Fledermäuse sind. Silberner Federtierfuß, okay. Eklig. Mhm. Möchte ich wohnen. Da vorne. Das sieht schick aus. Da will ich hin. Da will ich hin. Da will ich wohnen. Na, 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 na. Unerwartet das Pilz. Oh ja. Sehr unerwartet das Pilz.
Holy shit! Unerwartet das Pilz. Sehr unerwartet. Ich habe bisher noch nicht herausgefunden, wie man da hinkommt. Wohin? Zum Ende da, oder was? Der hat aber eine dicke Lanze. Hallöchen, Bobby. Hallöchen. Ist da nur einer? Haben die da einen Vogel auf dem Tisch? Ah, ihr seht das gar nicht. Wow, was ist das hier schon wieder? Das ist, weil meine Haare schon wieder heute dunkel sind. Schlimm. Ist das dein erstes From Software-Spiel? From Software? Das ist mein erstes Dark Souls-Game, ja. Beziehungsweise Souls-Game, ja. Kann ich bitte einfach mal nicht visieren? Da kommst du da nämlich auch nicht weg. Ihr seid gestorben! Scheiße, jetzt muss ich den ganzen fucking Weg wieder hochlaufen. Ich hab sowas auch noch nie gezockt, aber es lohnt sich. Also klar, man darf nicht traurig sein, wenn man halt irgendwie immer wieder verliert oder so. Also man wächst halt daran und man erhält halt Erfahrung. Und es ist halt herausfordernd. Und vor allen Dingen, egal wie oft man das spielt, es ist einfach jedes Mal anders. Manchmal one-hittet man die. Im nächsten Atemzug verliert man gefühlt alles. Es ist wirklich immer unterschiedlich. Aber so von der Story her, muss ich sagen, gefällt es mir eigentlich schon ganz gut. Also... ich würde halt gern wissen, wie es natürlich auch weitergeht. Deshalb habe ich ja auch schon gesagt, dass ich jetzt Elden Ring, denke ich mal, auch die nächsten Male noch weiterspielen werde. Zusätzlich zu Conan Exiles. Also Mittwoch, Donnerstag und Freitag werden wir wahrscheinlich erst Conan Exiles spielen bis um, ja, keine Ahnung, 15, 16 Uhr so. Und dann so die letzten 2 Stunden könnten wir halt immer noch ein bisschen weiter Elden Ring daddeln. Hätte ich mir jetzt halt so überlegt. Also kann ich schon guten Herzens empfehlen, Leute. Oh, ich bin heute so müde. Och Mann, was ist denn das heute mit dem scheiß Greenscreen? Leute, das liegt heute an meinen Haaren. Das ist, wenn ich meine normalen Haare habe. Wenn ich meine normalen Haare habe, dann erkennt der Greenscreen hier manchmal keinen Unterschied. Das ist echt zum Kotzen. Und verpiesel dich. Du Pieselliga. Pieselstriesel. Pieselstriesel. Schnieselwiesel. Es ist schon stellenweise echt gruselig. Ja, das geht schon. Also ich finde, die Monster sehen halt creepy aus, die es hier gibt. Manche, nicht alle. Aber da haben sie sich schon... da haben sie sich auf jeden Fall schon...
coole Sachen auf jeden Fall überlegt, würde ich doch mal meinen. Bei kompletten Neulingen ist es immer am spannendsten zuzugucken. Das glaube ich tatsächlich. Aber ich finde... Ich finde das halt auch krass, wie unterschiedlich die Leute halt einfach auch rangehen an dieses Spiel, ne? Also, es gibt ja wirklich Leute, die halt echt Profis sind, die schon viele von solchen Titeln gespielt haben. Und dann gibt es halt auch einfach so krasse Unterschiede im Hinblick auf die Leute, die man auch benutzt, ne? Also, du kannst ja auch verschiedene Klassen auswählen und hast dann halt auch schon verschiedene, sag ich jetzt mal, Fähigkeiten. Ich hätte mir halt gewünscht, dass ich mehr mit dem Bogen oder so machen kann. Aber ich habe bisher noch keinen Bogen gefunden oder sowas. Darum kann ich da leider noch nicht so viel mit rumschießen, wie ich es gerne würde. Ist meine Runen, die sind direkt links in der Ecke bei dem Typen. Das ist halt ein bisschen kacke gerade. Ich will hier nicht wissen, wie die Bosse sind. Wir haben vorhin schon einen gemacht. Ich finde gut, dass die ihre verschiedenen Angriffe nicht statisch abarbeiten, sondern echt random raushauen. Ja, das stimmt. Sonst würde es, glaube ich, teilweise echt, ja, jetzt nicht zu langweilig werden, aber vielleicht zeitweise zu einfach sein. Mann, was ist denn heute mit dem Greenscreen? Ich habe extra schon vorgearbeitet und ich habe heute schon extra... Wartet mal, ich muss mal kurz gucken. Ich mache mal drüben noch mein anderes Licht an, vielleicht wird es dadurch ein bisschen besser. Ich habe extra einen hellen Pullover an. Ich habe extra heute schon ein Handtuch hier vorgehalten vor mein Fenster. Aber es will heute nicht. Es will heute einfach nicht Funk zu knobeln mit meinem Greenscreen, oh. Das ist echt, komisch manchmal. Ah! Wenn ich mich vorbewege. Ich kann nicht so weit hinten sitzen, dann sehe ich ja nichts. Oh, ich muss es hell machen. Das ist jedes Mal so ein Theater mit dem Greenscreen. Weil jetzt sehe ich schon wieder legit gar nichts, weil ich übelst geblendet bin durch das Ringlicht. Jetzt könntest du halt schön mit Fernkampf, könntest du schön arbeiten. Okay, da kommt hier sogar raus. Oh, no! Hm, das wäre ja knapp gewesen gerade. Holy moly. Alter, wie lange verfolgt ihr mich denn? Digga, verpiss dich mal. Da ziehen Gewitterwolken auf, Leute. Guckt mal. Nice. Ich würde sagen, ich gehe mal einmal kurz pullern. Ich lasse euch mal einmal kurz hier alleine. Danke übrigens für die Kanalpunkte noch, da Köppe und Real. Vielen, vielen Dank. Ich darf mich für heute aber schon verabschieden. Ich wünsche euch noch ganz viel Spaß. Schon mal ein schönes Wochenende und bis bald. Hey, TomTom, danke schön, dass du dabei warst. Ich gehe einmal kurz in die Pause.
und bin gleich wieder zurück. Ich muss einmal kurz pullern. Ich bin aber auf jeden Fall gleich für euch da. Ich schicke euch einmal kurz in die Werbung und dann sehen wir uns gleich wieder. Holt euch gerne was zu essen, was zu trinken, was zu snacken. Und bis gleich. Ja.